Ja, lasst uns anfangen. Willkommen zum EduTalk. Es geht heute, ja, eigentlich zum zweiten Mal, ums Thema Verschlüsselung, Datenschutzsicherheit. Ich sage zum zweiten Mal, Steffen und ich, wir hatten im letzten Jahr auch schon mal einen Talk, eine Veranstaltung zu dem Thema. Und Steffen, ich freue mich erstmal, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast, obwohl du ja auch gerade Urlaub hast oder Ferien hast. Du bist ja Lehrer beruflich, aber du hast auch noch den anderen Hintergrund im Chaos Computer Club und vielleicht ja, stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Ja, danke Tobias für die Einladung. Wie du richtig gesagt hast, bin ich hauptberuflich Lehrer in Baden-Württemberg und genau, wir haben ja noch ein paar Tage unterrichtsfreie Zeit. Wie du auch gesagt hast, bin ich im Privaten, im Ehrenamt, im Chaos Computer Club, im Bildungsprojekt Chaos macht Schule tätig, wo wir uns halt eigentlich ja genau mit den Themen, die du jetzt angesprochen hast, auch viel beschäftigen. Bei uns eben der Schwerpunkt noch die Bildung. Ich denke, die meisten werden den Club kennen, dass wir uns viel mit IT-Sicherheit beschäftigen und als ja, ein praktisch unabhängiger Verein da versuchen, unsere Expertise einzubringen. Es war, glaube ich, bei dieser Corona-Warn-App waren wir immer wieder vermehrt in den Medien. Und jetzt habe ich heute Morgen mitbekommen, dass es gerade auch bezüglich der Listen von Restaurantbesuchen wohl eine Art von Leak gab. Also solche Sachen sind oft so die Expertise vom Club, dass wir darauf aufmerksam machen als zivilgesellschaftlicher Verein. Genau, und bei mir jetzt noch der Schwerpunkt auf der Bildung. Gut, ja, vielen Dank. Die letzten Monate, die waren ja durch die Corona-Pandemie sehr, ich sag mal, digitalisierungsfreudig. Also es gab ja einen Schub, es gab einen Zwang, sich zu digitalisieren, Formate zu entwickeln, digitale Formate zu entwickeln, sich auszustatten. Und natürlich spielt da auch das Thema Sicherheit, Datenschutz auch eine ganz große Rolle, wobei es ja auch erstmal für viele darum ging, ja, überhaupt erstmal arbeitsfähig zu werden. Wie war das denn für dich als Lehrer und ich sag mal Computerexperte so die letzten Monate? Also ich glaube, über Langeweile konntest du doch bestimmt nicht klagen, oder? Nee, dem war nicht so, nein. Also ich hatte viel zu tun. Klar habe ich erstmal meinen Unterricht dann eben so gut es ging digital fortgesetzt. Was logisch ist, das haben, glaube ich, alle gemerkt, man die wirkliche persönliche Ebene nicht ins Digitale rüberkriegt. Also auch wir beide sehen uns jetzt nicht und haben eben nur so im Prinzip Avatare kacheln vor uns. Das ist natürlich auch ein Punkt, der gerade auch in der Schule als sozialer Ort dann einfach gefehlt hat, aber wenigstens ein bisschen davon kann man ja auch über so eine Konferenz rübernehmen und vor allem halt dann, ich habe halt Mathematik, Physik, Informatik als Fächer, den Fachunterricht habe ich schon ganz normal dann weiter gemacht, musste halt ein bisschen umändern, dass ich halt Erklärvideos ohne Ende gedreht habe, die dann vorher geschickt habe, gehofft habe, dass sich das angeguckt haben. Also man muss halt einfach auch die Art des Unterrichtens umstellen. Man kann nicht eins zu eins meinen, dass man dann im Digitalen den analogen Unterricht fortsetzen kann. Was mich jetzt einfach nochmal persönlich interessiert, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Also ich habe gemerkt, dass das Thema Datenschutz sehr oft jetzt in den letzten Monaten genannt wurde, teilweise im völlig korrekten Kontext, teilweise auch etwas entzerrt von der Wirklichkeit und Realität und habe ihn oft als Bremse erlebt, aber auch als Argument, im Prinzip Digitalisierung oder sich damit erst gar nicht beschäftigen zu müssen. Jetzt bist du ja, ich sag mal, einerseits Lehrer, warst in Zugzwang, musstest was machen, setzt dich allerdings auch in deiner Rolle, als Informatiker auch kritisch mit dem Thema auseinander. Gab es da irgendwie so eine besondere Rolle? Hast du auch mal gesagt, okay, drücken wir mal ein Auge zu, wir müssen jetzt erstmal arbeitsfähig werden? Oder wie bist du mit dem Thema umgegangen? Ja, wie du sagst, sehr pragmatisch. Also ich habe auch ganz am Anfang sogar eben auch Zoom benutzt. Also erstmal, um sowas zu verwenden im schulischen Kontext, man braucht halt streng genommen, und nicht nur streng genommen, man braucht gesetzlich vorgeschrieben halt ein Verfahrensverzeichnis, wo das aufgenommen ist. Man braucht einen Vertrag über die Datenverarbeitung mit dem Unternehmen. Man braucht eventuell eben Einverständnisse, wenn man nicht auf die Erforderlichkeit abstellen kann. Also es sind rechtlich gesehen ganz schön viele Dinge, die man in der Kürze der Zeit, wenn man nicht schon solche Tools hat, in irgendeiner Form ja gar nicht einholen kann oder gar nicht leisten kann.
Und da war aber dann eben auch bei mir klar, bevor jetzt gar nichts gemacht wird, mache ich das. Und ich habe dann vielleicht da eben, weil ich da auch so ein bisschen zwei Hüte auf habe, den CCC-Hut und den Lehrerhut, habe ich dann halt parallel versucht, mit Freunden aus dem Club so eine Jitsi-Instanz aufzubauen. Jitsi ist ein freies Tool, was vergleichbar ist mit Zoom. Da es eben nicht kommerziell vorangetrieben wird, ist es natürlich vielleicht jetzt nicht so fancy sozusagen und nicht so bedienungsfreundlich. Aber das war dann praktisch wieder mein Beitrag, um anderen oder dann auch später mir selbst Möglichkeiten zu geben, die eben vielleicht datenschutzkonformer sind. Aber so eine 0-1-Denke, gerade als Informatiker, mag ich halt nicht im realen Leben. Letztlich werden ja ganz viele Dinge gegeneinander abgewogen. Passiert ja jetzt auch bei den Maßnahmen, die diskutiert werden und so weiter. Es gibt kein 0 und 1 in dieser Welt. Das ist auch gut so. Also ich habe ja auch überlegt, vielleicht geht das ja auch in die Richtung und wäre dann auch eher so die private Frage jetzt in diesem sehr privaten Rahmen. Wir sind ja hier unter uns. Ne? Also ich erlebe ja, gut, wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung, also im Prinzip europäisches Recht, was den Rahmen ja vorgibt. Aber ich erlebe es jetzt nicht nur unter den Bundesländern durch den Föderalismus, sondern zum Beispiel auch in einer Stadt mit mehreren Schulen, dass unter Berufung auf DSGVO Dienst A zum Beispiel erlaubt es, in einer anderen Schule Dienst B nicht. Hast du das auch irgendwie ähnlich erlebt oder fällt das so in diesen Bereich, gut, wir müssen jetzt erstmal flexibel handhaben und arbeitsfähig werden und jeder kocht so sein eigenes Süppchen? Ja, ich glaube, es ist passiert. Jeder hat dann so ein bisschen geguckt, weil es halt keine klaren Ansagen gibt oder auch von den Schulträgern beziehungsweise den Ländern, der keine oder zumindest in meinem Bundesland Baden-Württemberg keine vorgeschriebenen Tools sozusagen oder bereitgestellten Tools, dann passiert sowas halt, ja. Also erstmal, das ist natürlich ein Risiko für den Datenschutz langfristig oder mittelfristig sogar vielleicht schon, dass sich da natürlich eine gewisse Denkweise einschleift oder eben gewisse Dinge übrig bleiben. Die ganzen kommerziellen Anbieter haben natürlich so Login-Effekte, die einfach auch beabsichtigt sind. Da müssen wir jetzt halt gucken, wie sich alles entwickelt. Klar, da hat dann gerade auch zum Beispiel der Club wieder eine besondere Aufgabe vielleicht darauf zu achten. Ja, es ist einfach jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist, würde ich sagen. Wir sollten alle daraus lernen. Datenschutz als Keule zu benutzen, mag ich auch gar nicht. Also ich finde es ein wichtiges Argument, das abzuwägen ist und auch sehr zu beachten ist. Aber wenn es dann zur Verweigerungshaltung unterstützen soll, das finde ich dann auch nicht richtig. Also da kommen wir jetzt ja auch schon so richtig ins Thema von unserem Talk. Es gibt also viele, die, ich sag mal, aus der Verweigerungshaltung sich mit dem Thema beschäftigt haben. Auf der anderen Seite erlebe ich auch ganz viele Menschen, die auch erstmal sagen, okay, gut, also ich habe jetzt selbst auch erstmal nichts zu verbergen. Und dieses Nichts zu verbergen ist ja auch Einstieg in unserer Beschreibung von diesem Kurs oder von diesem Webinar. Was hältst du denn von diesem Satz, also Datenschutz geht mich jetzt erstmal nichts an, ich habe nichts zu verbergen, man kann ja eh alles wissen? Also das erste Plakative, was man darauf antworten kann, ist, wir tragen ja auch alle Kleider am Leib. So. Also in irgendeiner Form ist uns ja eine gewisse Privatsphäre auch doch scheinbar wichtig. Es ist ein sehr ernster Satz, weil ganz viel da drin schwingt, weil es auch praktisch die, es macht eine gewisse Umkehr, weil ich muss mich rechtfertigen, wenn ich was zu verbergen habe sozusagen. Also wenn ich dann sage, ich möchte das aber, dass darauf Rücksicht genommen wird, dann habe ich ja scheinbar was zu verbergen. Also es dreht so von Grund auf um, dass eigentlich andere, die über mich was wissen wollen, mich bitte schön zu fragen haben und ich das Einverständnis geben muss. Und leider gibt es halt eben auch historisch gesehen da schlimme Beispiele in den Vorträgen, die ich oft an Schulen gehalten habe, muss ich jetzt sagen. In der Corona-Zeit jetzt ist es sehr schwierig, an Schulen zu gehen. Dann sage ich immer, erzähle ich immer historisch die Weimarer List, also die aus der Weimarer Zeit die rosa Listen der Städte. Das waren homosexuellen Verzeichnisse, die halt einfach angelegt wurden. Und später haben die Nazis Todeslisten draus gemacht. Also wir wissen zum Teil gar nicht, was aus Daten, die wir so erheben von anderen Menschen, was aus denen mal wird. Das können wir heute nicht wissen, was Aussagen, die wir heute im sozialen Netzwerk treffen, später für eine Auswirkung haben und so weiter. Und deswegen ist es schon ein ganz ernster Satz, dieses Snowden-Zitat, was dazu ja auch passt. Das hast du, glaube ich, im Vorfeld auch als Aufhänger, glaube ich, veröffentlicht.
bringt es nochmal ganz gut auf den Punkt. Also man sollte sich nicht Rechte einfach nehmen lassen. Ja, Daten gesammelt, das ist auch so ein gutes Stichwort. Glaubst du denn, dass überhaupt Menschen bewusst ist, wie und in welchem Umfang überhaupt Daten gesammelt werden? Ich glaube, es ist uns Menschen per se, also auch jemand, der das eigentlich weiß, nicht bewusst, weil wir nicht dafür gemacht sind, in den Dimensionen zu denken sozusagen. Also auch mir selbst ist es am Ende nicht bewusst, wirklich, was es bedeutet. Man kann es halt visualisieren und aufzeigen, also wie unglaublich eigentlich die Datenmengen sind, die wir hinterlassen, jeder für sich genommen, jede für sich genommen, aber auch wir als Gesellschaft und wie krass die Datensammler sammeln und zum anderen, was man dann wirklich daraus ziehen kann. Also das ist auch total verrückt, reicht vom Banalen, wer redet mit wem auf WhatsApp, also sogenannte Metadaten, dass man nicht auf die Inhalte guckt, was wir beide jetzt schreiben, sondern dass wir überhaupt beide schreiben. Da kann man eben so soziale Netzwerke aufbauen, wer kennt wen so ein bisschen und darauf basierend irgendwelche Entscheidungen treffen, ob das jetzt eine Kreditvergabe ist, die dann gemacht wird oder nicht von irgendeinem automatisierten System, bis hin zu tiefsten Persönlichkeitsanalysen von Menschen. Ja. Du sagst, das kann man visualisieren. Hast du da irgendwie ein Beispiel, dass wir uns da mal was du da vorstellen können? Ja, da kann ich mal den Bildschirm teilen. Also ich mache mal zwei Dateien auf vorher, bevor ich das teile. Dann haben wir es gleich am Wickel. Gucken wir mal hier. Da ich Zoom auch mal benutzt habe, recht ausgiebig, kenne ich mich ja sogar jetzt ein bisschen damit aus mit dem Video. Also das müsste man auf einem Bildschirm sehen. Also ein Foto ist es jetzt nur ein Screenshot, das ist aus den Snowden Leaks, weil eben Snowden ja auch vorhin genannt wurde. Das ist jetzt zum Beispiel aus einem Programm von Sicherheitsbehörden, die eben darstellen, Menschen, wer kennt wen eben, wie gesagt, in so einer Visualisierung. Also die roten Leute sind halt böse Leute, in Anführungszeichen, die sind markiert, die gelben sind unklar und umso größer hier die Darstellung, umso wichtiger sind die Zielpersonen sozusagen. Und darauf basierend werden eben Entscheidungen getroffen, ob es jetzt eine Überwachung ist, vielleicht auch mal eine Festnahme. Da sieht man jetzt noch nicht die Datenmengen, aber man sieht im Moment, wie die Daten aufbereitet werden für uns Menschen. Ich mache da noch ein Beispiel, erstmal wie das dann am Ende aussehen kann. Also hier ist auch so ein sozialer Graph, der basiert jetzt auf Facebook-Daten. Das war auch so, dass wir damals, das gab eben nur zwei Geschlechter, Männlein, Weiblein, hier auch sehr plakativ mit Blau und Pink gefärbt, dass da einfach Freundeslisten ausgewertet wurden. Und wenn jemanden anderen kannte, rückten die zusammen. Und wenn die sich nicht kannten, rückten die auseinander. Und dadurch ergeben sich so Klumpen. Und man kann eben jetzt da Rückschlüsse draus ziehen. Zum einen, was so Freundeskreise sind, aber auch noch viel mehr. Also ich mache das ganz kurz an dem klar, wie man dann jetzt wir als Laien ohne jetzt maschinelle Unterstützung schon oder ohne viel maschinelle Unterstützung auch schon viel lernen können über diese Person. Und dann zeige ich schon mal, was für Datenmengen eigentlich wirklich anfallen, visualisiert. Diese Person hat damals in Karlsruhe studiert. Der Vater, das ist dieser einzelne blaue Punkt, der aus dem Familienkreis kommt. Das seht ihr daran, dass praktisch Männer und Weiblein ungefähr 50-50 verteilt ist. Also das haben wir auch so geraten, so als Spiel praktisch, aber dann auch verifiziert, weil damals waren die Facebook-Profile oft noch offen. Und dann war das hier eine Burschenschaft, sieht man auch daran, gibt es nur eine weibliche Person, das war glaube ich die Frau von dem Burschenschafts, wie auch immer, Vorsteher, weiß nicht, es war eine schlagende Burschenschaft, gegenüber, auf der ganz anderen Seite liegen seine Kommilitonen, weil er einen technischen Studiengang hatte, auch hier nur einmal weiblich, da wollte er bloß nicht, dass sie sich gegenseitig kennen offensichtlich, sonst wären die enger beisammen, das war so sein schulischer Kontext, der war frisch an der Uni und das waren glaube ich so Praktika und so. Und man konnte also schon recht viel jetzt auch über ihn erfahren praktisch, nur anhand von so einem Graphen. Und die Datenmengen, die da so anfallen, die sind halt enorm. Also da gibt es ja immer, das habe ich glaube ich letztes Jahr auch gezeigt, das würde ich nochmal kurz aufmachen. Also wer Stasi versus NSA bei Google eingibt, gerne übrigens auch Startpage, ich habe jetzt hier nur ein eigenes Profil gerade vorhin erstellt, dann sieht man einfach, wie unglaublich abgefahren die Datenmengen sind, die anfallen bei uns so
Hier ist die Visualisierung Berliner Museumsinsel. Was hat die Stasi damals gesammelt? Also deren Papierakten in Aktenschränken hingestellt, decken einen Teil der Museumsinsel ab. Und wenn man halt die digitalen Daten eines Dienstes wie der NSA, der Stand ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr aktuell, das war, glaube ich, um Snowden herum, also auch ein paar Jahre her, auch auf Papier ausdrucken würde und hinstellen würde, ich zoome mal gleich raus, dass man dann am Ende sieht, wo man landet, so jetzt, dann ist die Fläche einfach, also es ist halt für uns nicht wirklich fassbar. Ja, Wahnsinn. Ja. Okay, die Daten, wir haben jetzt so die Datenmenge, den Bezug. Ich beende mal gerade deine Freigabe, dass wir uns hier nochmal sehen. Genau. Die Frage ist jetzt natürlich auch, wie werden generell solche Daten gesammelt? Und ein Stichwort, was ich sag mal eigentlich immer fällt, ist Big Data. Das ist ja so ein Buzzword, was auch immer wieder genannt wird. Kannst du vielleicht einfach nochmal sowas zu dem Begriff Big Data sagen? Dann haben wir ja auch nochmal diesen Begriff mit Metadaten gehabt, den du gerade erwähnt hast. Und dann vielleicht so als Beispiel, wie überhaupt an diese Daten gekommen wird. Genau, also die zwei Begriffe. Vielleicht fange ich dann doch nochmal mit den Metadaten kurz an. Also Daten ist die Frage, was gibt es für Arten von Daten? Und da gibt es eben einmal die Inhaltsdaten. Also eben, wenn wir beide ein Gespräch führen, wäre das, was wir gerade jetzt sagen. Und dann gibt es die Metadaten. Das wäre, wann wurde das Gespräch geführt? Wer waren die Teilnehmenden? Vielleicht auch, was war der Kanal? In dem Fall wäre das jetzt Zoom. Also das wären so Metadaten praktisch. Aber auch bei einem Foto, das ich schieße mit einem modernen Handy, gibt es Metadaten, nämlich zum Beispiel noch der GPS-Standort, wenn das nicht ausgeschaltet ist, oder irgendwelche Zusatzinformationen, die Auflösung, alles Mögliche. Auch unser Browser, wenn wir irgendwo eine Webseite ansteuern, gibt ja Preis, was für ein Betriebssystem er hat, was er für eine Version ist, einfach damit Schriftarten stimmen, damit Darstellungsformen stimmen. Also diese Metadaten liegen einfach ständig vor. Und eben Inhaltsdaten ist jedem klar, das ist das, was man normalerweise unter Daten versteht. Und dann zum Begriff Big Data, da geht es eben, jetzt auch vereinfacht gesagt, darum, jetzt habe ich also Datenmengen und zwar in so einem massiven Ausmaß, dass ich das eigentlich gar nicht mehr vernünftig per Hand durchschauen kann. Dafür habe ich aber eben Algorithmen, also praktisch wie Kochrezepte, die nach bestimmten Entscheidungsregeln das durchforsten, sortieren, eben zum Beispiel so grafisch darstellen. Da erfindet man dann eben solche Regeln, wie zum Beispiel, kennen wir uns, rücken wir zusammen, kennen wir uns nicht, rücken wir auseinander. Und da kann man eben Visualisierungen machen oder eben auch die Maschinen selbst Interpretationen machen lassen, dass sie halt danach eine Aussage treffen über eine Person oder über irgendein Produkt vielleicht auch, was eben vielleicht auch der beste Weg für eine Lieferkette ist. Und das bei Big Data ist das Besondere, ohne Maschinen ginge das so nicht, wenn die Daten nicht auswertbar, weil es zu viele sind. Okay. Dazu passt jetzt vielleicht auch eine anonym gestellte Frage, aber inhaltlich trotzdem sinnvoll und wichtig. Welche Daten werden allein durch das Surfen im Internet gesammelt, ohne dass ich bestimmte Dienste nutze oder mich irgendwo anmelde? Du sagtest ja vorhin schon, im Browser hinterlassen wir auch Metadaten, aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren. Ja, dann würde ich es am besten anhand wieder von einer Demo machen. Gerne. Dann teile ich meinen Bildschirm. Also, das mal weg. Und das brauchen wir nachher vielleicht noch. Also es gibt hier ein Tool, das heißt Lightbeam. Ich mache das mal hier nochmal kurz leer. Und das zeigt, kurz warten, dass es auch verschwindet. Mal kurz gucken. Jetzt ist es weg. Das macht zum Beispiel sichtbar, wenn wir Webseiten ansteuern, wer so alles mitbekommt, dass wir auf der Website waren. Weil man muss halt wissen, Webseiten sind im Prinzip erstmal wie so Blätter. Da stehen dann irgendwelche Sachen drauf. Ich mache jetzt mal als Beispiel, genau, ich habe jetzt die Bildzeitung bewusst genommen, werdet gleich sehen, warum. Da stehen eben irgendwelche Inhalte drauf, natürlich bei uns im Moment seit Wochen oben die Corona-Krise. Und dann werden die Inhalte ausgeliefert. Aber das ist es ja nicht ganz. Also wenn man auf so einer Webseite runterscrollt, sorry jetzt für die Bilder, dann gibt es auch oft, das kennen viele, irgendwelche externen Inhalte eingebunden, Werbung eingebunden. Und oft kommen diese
kommt diese Werbung, es kommen jetzt hier wirklich auch mal ganz runter, weil meistens diese Werbung auch oft unten. Hier ist zum Beispiel jetzt schon Bildshop, mittlerweile haben sie einen eigenen Shop. Die haben ganz viele fremde Inhalte eingebunden und eben zum Beispiel Werbung, also kleine Iframes, so kleine Fensterchen sozusagen, wie wenn man im Papier ein Schnipsel hat, also wenn ein Fensterchen ausgeschnitten hat und hinten dran ist ein anderer Inhalt. Und dieser andere Inhalt kann von einer ganz anderen Seite kommen. Und was halt spannend ist, wenn wir jetzt in Lightbeam rüberwechseln, dann wird das visualisiert. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen gucken, wo wir eigentlich gerade sind. Da ist Bild schon. Die gruppieren sich jetzt so langsam, es wird das alles berechnet darum. Und das sind eben Seiten, von denen haben wir noch nie was gehört. Also gut, Welt.de kennen wir jetzt auch, aber oder Bildstatic, aber h-cdn.com, hier iom.de. Und wenn man auf verschiedene Webseiten geht, dann passiert es eigentlich andauernd. Ich habe noch den Spiegel genommen, der jetzt ja vielleicht auch ein bisschen seriöser sein könnte als Bild und bin noch auf, keine Ahnung, auf Kicker, man kann auch auf Zalando gehen, also so auf die gängigen, vielleicht geht man da irgendwo rum Seiten. Und jetzt seht ihr schon, was passiert in der Grafik. Diese Seiten werden hier auch dargestellt und es ist eben wirklich so, dass wenn du auf einer Seite bist, ganz viele andere Seiten auch mitbekommen, dass du drauf bist. Und diese IOM wird hier auch irgendwo auftauchen. Die sind eigentlich, da ist es zum Beispiel, das ist so ein Tracker. Also obwohl ich nur auf 3 Seiten war, haben 51 weitere Seiten mitbekommen, dass ich da surfe. Und die lernen eben über mich jetzt einiges, nämlich, dass ich zum Beispiel mir ständig Schuhe angucke oder also auf Schuhseiten bin oder auf Reiseportalen. Und der Hintergrund ist erstmal, um zum Beispiel mir dann auch gezielt Werbung ausspielen zu können. Das kennen wir alle, dass wir rumsurfen und haben uns gerade Schuhe angeguckt und plötzlich kommen noch Schuhwerbung auf den Seiten. Und das ist schon massiv eigentlich, dass man von über 50, also bei über 50 Parteien preisgibt, wo man eigentlich unterwegs ist. Ich habe mal gelesen, gehört, ich glaube Stichwort Canva-Tracking, dass es wohl möglich ist, allein durch das Surfverhalten, also welche Seiten man wie lange aufsucht, welche Inhalte man sich wie lange anschaut, allein deswegen schon Rückschlüsse auf die Person zu ziehen, ohne dass man sich da irgendwie einloggt. Ist das eher so ein Mythos oder ist das wirklich realistisch? Also ich bin jetzt leider nicht gerade ganz aktuell drin, was so alles möglich ist, aber da sind ganz abgefahrene Sachen möglich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so gemacht wird. Ich weiß zum Beispiel auch von einem Artikel mal, was bei Google, wenn man Google-Suchanfragen eingibt, an der Art, wie man tippt, schon Rückschlüsse darauf gezogen werden kann, dass man das wirklich ist. Auch wenn ich jetzt eben in einem Internetcafé in Nepal sitze, kann Google sehr wahrscheinlich erkennen, dass es gerade ich bin, der da eine Suchanfrage eingibt. Also und, es gibt das gab ja auch diese Untersuchungen, zum Beispiel Facebook jetzt als großen Datensammler, dass die eigentlich auch schon allein durch wenige Likes, durch wenige Klicks schon Rückschlüsse auf Alter, Geschlecht, sexuelle Neigung und Interessen und das alles ziehen können, irgendwie schon mit 3-4 Klicks und kann ich mir das eigentlich schon ganz gut vorstellen. Also da gibt es natürlich auch eine hohe Fehlerrate, dass eben Leute falsch einsortiert werden sozusagen. Gibt es auch interessante Talks, gab es mal einen auf dem Kongress, eben wo Aine als Ainer angesehen wurde und dann, also ja, es sind natürlich auch Fehler. Es gibt auch wirklich auch fiese Sachen, wie zum Beispiel gibt es Dinge, dass sich Geräte koppeln können. Wir können ja nicht alle Frequenzbereiche hören bei einem Lautsprecher. Du kannst halt auch einen Lautsprecher auf einer Frequenz piepsen lassen sozusagen, dass wir es nicht mitkriegen. Und wenn das dann alle Geräte um sich herum machen und dann erkennen die sich untereinander. Also da gibt es wirklich, die sind beliebig kreativ, diese Leute, die Daten sammeln wollen. Okay, also solange ich jetzt noch Werbung für Damenschuhe angezeigt bekomme, mache ich entweder alles richtig oder es müsste mir peinlich sein. Ja, ist ja eher alles richtig, wenn die zumindest darauf bezogen. Wenn es halt um Kreditvergaben geht und man dann irgendwo schlecht rauskommt, ist halt auch schlecht. Das ist das Ding, dass es halt oft intransparent ist, das Ganze. Das ist, macht es so gefährlich. Siehe auch Schufa, wo man nicht weiß, wie der Algorithmus funktioniert. Da gibt es ja Open Schufa, wo man versucht hat, diesen Algorithmus mal bloßzulegen mit Datenspenden. Es wäre schon spannend eigentlich für uns Bürgerinnen zu wissen, so wie das funktioniert, wie wir ausgewertet werden, damit wir eben auch eine faire Chance auf eine Korrektur zum Beispiel haben. Steht uns ja nach Datenschutz auch zu. Daran anliedernd, du hast jetzt eindrucksvoll gezeigt, wie die Spuren im Prinzip durch Tracking-Systeme im Browser, ich sag mal, verknüpft werden. Passend dazu die nächste Frage, wie kann ich denn den Browser für ein sicheres Surfen absichern, ohne jetzt irgendwie Informatik studieren zu müssen? Gibt es da Möglichkeiten?
Also zum einen sollte man in einer gewissen Form da tagesaktuell bleiben oder vielleicht wochen- oder monatsaktuell. Also die Dinge ändern sich, das ist erstmal auch klar. Es gibt Browser, die sind per se besser geeignet, dass man sie sozusagen härtet. Also wenn ich zum Beispiel die Google Chrome Browser benutze, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass Google da irgendwo mit drin ist. Dafür gibt es aber beispielsweise Chromium, der im Prinzip ohne die Google-Zusätze lebt. Und das wäre jetzt schon mal eine Grundsatzentscheidung, welchen Browser nehme ich überhaupt. Selbst finde ich auch Firefox sehr gut. Firefox ist auch freier, Chromium ist auch frei. Ich glaube, bei Google Chrome, der Quellcode offen liegt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall bei Firefox kann ich im Moment auch eine Empfehlung aussprechen, den zu benutzen. Die neuesten Versionen fangen jetzt ja auch immer mehr an, Dinge zu blocken. Man sieht eben dann manchmal manche Nachrichtenseiten gar nicht mehr, wie beispielsweise eben die Bild-Zeitung, die den einen dann aussperrt und sagt, das geht ja nur ohne Adblocker. Und das wäre genau ein Stichwort. Ein Adblocker würde ich unbedingt empfehlen. Entweder ist der drin mittlerweile eingebaut und aktiviert oder sonst installiere ich mir einen. Und wo man da gut suchen kann, ist zum Beispiel bei digitalcourage.de. Kann das auch gerne in den Chat rein tippen, den Link. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht oder ob wir im Nachgang irgendwo einen Link setzen können. Ich mache das im Nachklang. Es gibt ja die Aufzeichnung. Du gibst mir einfach die Links und ich werde die Links dann einfach gebündelt unter die Aufzeichnung setzen zur Dokumentation. Und alle, die hier teilnehmen, bekommen im Nachklang dann auch noch eine E-Mail von mir, wenn die Aufzeichnung da ist und bekommen dann auch die Nachrichten dann direkt zugeschickt. Ah, super. Also auf jeden Fall, da gibt es Stichwort digitale Selbstverteidigung immer eine aktualisierte Liste, was man jetzt gerade gut benutzen kann. Das sage ich deswegen, weil eben, was ich heute sage, kann morgen falsch sein. In der IT ändern sich die Dinge sehr, sehr schnell. Aber genau, es gab früher immer uBlock Origin, war so ein Firefox-Add-on, was man installieren konnte. Das würde ich empfehlen, einen Adblocker und bei der Browserwahl überlegen. Es gibt nochmal, das wäre jetzt, sprengt wahrscheinlich den Rahmen hier auch ein Stück weit, den Tor-Browser. Der hat nochmal andere, ist auch ein Firefox-Browser, auch andere Zusatzabsicherungen sozusagen mit NoScript. Das ist noch technisch gesehen etwas komplizierter, was da gemacht wird. Wird aber auch vieles unterbunden, was sonst im Hintergrund passieren darf in deinem Browser. Und da wird zusätzlich auch noch deine IP-Adresse verändert. IP-Adresse, das ist so die Postadresse, die wir so im Internet haben. Von dem hat man schon manchmal was gehört, oft im Kontext Darknet. Aber an sich ist es erstmal auch ein sehr datenschutzfreundliches Tool sozusagen. Ja. Ja, danke erstmal. Wie gesagt, auch nochmal für alle Zuschauer der Hinweis, viele Begriffe, viele Themen. Wenn Sie oder wenn ihr Lust habt, einfach mit zu diskutieren, unten hier gerade die blaue Hand heben, dann hole ich euch mit dazu zu den Diskussionsteilnehmern und natürlich auch im Facebook-Livestream einfach Kommentare reinschreiben. Ich übernehme die Kommentare immer sehr gerne in das Gespräch. Ja, die Daten, die gesammelt werden, klingt so ein bisschen nach die Geister, die ich rief. Vielleicht einfach noch mal zur Klarstellung. Wir reden auch ganz oft von personenbezogenen Daten und auch im Kontext von DSGVO und wird dieser Begriff immer wieder genannt. Aber was sind denn eigentlich alles personenbezogene Daten? Ist das nur mein Name, den ich irgendwo eingebe oder fällt da noch mehr drunter? Ja, also ein personenbezogenes Datum hat irgendwie eine Korrelation zu mir. Also beispielsweise Wetterdaten, wenn ich jetzt rausgucke, ist jetzt in Heidelberg, wie jetzt hier die Temperatur ist, das ist sicherlich nicht personenbezogen, sondern das sind einfach Daten, die vielleicht auch frei sein sollten. Es gibt also auch noch den Begriff von freien Daten oder offenen Daten. Das sollen bestimmt alle wissen, sozusagen. Aber es gibt eben, wie du gesagt hast, den Namen, oder vielleicht auch irgendwelche Weltanschauungen. Die Körpergröße, das Gewicht, das sind schon personenbezogene Daten erstmal. Es gibt noch vom Technischen her eben viel mehr. Beispielsweise auch meine IP-Adresse, die ich vorhin genannt habe, also wie ich im Netz erreichbar bin, dass Datenpakete von einer Webseite bis zu mir kommen, damit ich am Ende auch die Webseite sehen kann. Die sind auch ein paar Tage lang personenbezogen, nämlich der Standard sollte bei 7 Tagen liegen, dass bei den sogenannten Providern, also O2, Vodafone, Telekom, da eine Zuordnung stattfinden kann.
dass eben, wenn ich jetzt beispielsweise über Vodafone ins Internet gehe, klar ist ja, das war der Steffen Haschler, der da, zumindest er war der Vertragsnehmer. Ich meine, wenn ich einen WLAN habe, ist nochmal die Frage, wer am Ende drin war, aber genau, also auch solche Sachen, die erstmal sehr technisch wirken, sind personenbezogen. Okay. Gut, wäre das im Prinzip jetzt auch schon mal zur Begriffsklärung ganz simpel oder schon mal erklärt. Du hast jetzt wunderbar auch gezeigt, wie, wo, in welchem Kontext Daten gesammelt werden, sei es jetzt beim Surfen oder generell, wenn wir uns digital bewegen. Wir hinterlassen Spuren, also dieser Begriff Spuren im Netz ist ja auch gegenwärtig. Lass uns doch mal darüber unterhalten, was können wir denn tun, damit wir eben nicht so viele Spuren hinterlassen. Also Browser absichern, hast du ja auch schon mal gesagt, Browserwahl, Add-ons, Ad-Blocker. Oder es gibt für diejenigen, die Facebook nicht besonders mögen, gibt es ja für Firefox auch noch so einen Facebook-Container, der alle Facebook-Anfragen ja auch nochmal irgendwie aussperrt. Also da gibt es ja eine ganze Menge. Aber was können wir denn zusätzlich noch tun? Stichwort Verschlüsselung, was ja auch mit im Webinartitel mit drin ist. Vielleicht sagst du einfach nochmal kurz was zum Thema Verschlüsselung. Wie funktioniert das? Was ist das überhaupt? Wo findet das überhaupt Einsatz? Und was können wir als Normalbürger überhaupt übernehmen davon? Also verschlüsseln erstmal noch als kleiner Disclaimer, lassen sich nicht die Metadaten oder fast nicht, weil die braucht man ja, um irgendwie kommunizieren zu können, sondern die Inhaltsdaten, also praktisch, was wir sagen oder was ich zum Beispiel auf einer Webseite eingebe in ein Formular, das während meine Daten über das Internet, das geht ja über viele verschiedene Server, dass eben die Zwischenstellen das nicht irgendwie mitlesen können. Und Verschlüsselung ist also anders als Codierung, das kann man immer in der Informatik ganz gut abgrenzen. Also eine Sprache ist eine Art von Codierung, weil alle können die Sprache eigentlich kennen und sprechen, das ist ja auch praktisch. Aber verschlüsseln, wenn wir verschlüsselt sprechen, dann wollen wir eben gerade nicht, dass andere mithören können. Das ist erstmal, ja, und historisch gesehen gab es ganz einfache Verschlüsselungen, wie eine Cäsar-Verschlüsselung, wo man irgendwie im Alphabet aus A macht B, aus B macht C und so weiter, und dann sieht ein Text halt anders aus. Dass es nicht wirklich sicher ist, ist auch klar. In der modernen IT gibt es ziemlich starke Verschlüsselungen, auch sogenannte asymmetrische Verschlüsselung. Bedeutet, wir haben immer ein Problem, wenn wir beide jetzt verschlüsselt sprechen wollen, dann müssen wir uns irgendwie darauf einigen. Und wenn wir uns darauf einigen, müssen wir irgendwie jetzt wieder miteinander reden. Und wenn das abgehört wird, war das irgendwie alles schade, dann bringt das nichts. Und diese asymmetrische Verschlüsselung ist mathematisch gesehen sehr clever und ermöglicht eben auch zu verschlüsseln und sich zu verabreden, obwohl es andere eventuell sozusagen mithören können. Das ist erstmal Verschlüsselung. Wie das praktisch aussieht, ist ganz banal. Da würde ich gerade mal den Bildschirm teilen, also jetzt im Netz. Im Alltag schon ist ganz einfach dieses HTTPS, ich habe jetzt hier gerade irgendeine Seite auf, aber dieses S hier steht für Secure. Und es gibt auch Seiten, habe ich jetzt auch eine rausgesucht, da sieht man in modernen Browsern auch mittlerweile eine Warnung. Und wenn ich hier was eingebe, zum Beispiel ein Username, dann kommt hier sofort auch eine Warnung, dass hier irgendwas nicht stimmt. Da fehlt nämlich das HTTPS, also da steht praktisch HTTP davor. Und wenn ich ein S hinmache, klappt das wahrscheinlich gar nicht. Ah, mittlerweile haben sie es auch, Gott sei Dank. Aber sie haben auch noch HTTP offensichtlich. Genau, und dann hast du hier gleich diese Warnung. Und wann immer du HTTPS benutzt in Browsern, dann hast du eben eine Transportverschlüsselung. Bedeutet, dass eben wir beide jetzt, wenn du die Seite bist und ich bin der User und rufe die Seite ab, eben hier uns nicht sicher sein können, dass zwischendurch jemand was mithört. Und bei der anderen Seite ist das eben in Ordnung, so ganz vereinfacht gesagt. Und das Gleiche passiert auch in Messengern, wenn wir uns irgendwelche Nachrichten schreiben. SMS ist zum Beispiel nicht verschlüsselt, aber sogar kommerzielle Anbieter wie WhatsApp, die vom Datenschutz her sehr fragwürdig sind, verschlüsseln angeblich, man kann sich alles nachprüfen, Ende zu Ende, also wirklich, dass wir beide privat miteinander sprechen können. Okay, und wie sieht das denn jetzt bei E-Mails aus? Weil ich sag mal, im Bereich E-Mail hört man ja auch mal so diesen Begriff, ja, E-Mail-Verschlüsselung, und wir haben ja auch ganz
konkrete Fragen über unser Blog zum Thema Verschlüsselung und E-Mail. Und zum einen ist einmal, was haltet ihr von WeEncrypt als einfache Mailverschlüsselung und sollte man es verbreiten? Ich habe bei OpenHPI E-Mail-Verschlüsselung gelernt, ist aber für den Alltagsgebrauch für den normalen User kaum nachvollziehbar. Und die zweite Frage ist, was bringt mir eigentlich eine E-Mail-Verschlüsselung, wenn mein Gegenüber ein anderes System oder gar keine Verschlüsselung nutzt? Also zur letzten Frage vielleicht zuerst. Das bringt dann nichts, sondern man muss sich darauf einigen. Also entweder verschlüsseln beide zusammen oder gar niemand. Insoweit kann man das nur partnerschaftlich tun. Zur Mail-Verschlüsselung, also erstmal vielleicht ganz grundsätzlich, eben Mail ist auch ein sehr altes Protokoll, also das heißt Protokoll im Internet, wie die Daten verschickt werden. Hinten dran steht das Simple Mail Transfer Protocol, S für Simple, da ist nicht Secure. Also daran sieht man schon, wenn man per Mail schreibt, sollte man auch wie bei einer SMS davon ausgehen, dass eben da nichts geheim ist. Klar, ich logge mich auf einer HTTPS-Seite, zum Beispiel bei web.de oder wem auch immer, am besten eher Posteo oder Mailbox, würde ich da empfehlen, .org, ein. Das heißt, insoweit ist es schon transportverschlüsselt, aber mindestens mein Mailanbieter hat die Mails im Klartext vorliegen und kann da reingucken. Oder eben andere, die Zugang dazu befugt, als Ermittlungsbehörde unbefugt, als irgendwelche Dritte, Kriminelle vielleicht, Zugriff bekommen. Und das sollte mir einfach bewusst sein. Und wenn ich Mail benutze, dann mit dem Wissen ist es erstmal lesbar. Und es gäbe einfache Möglichkeiten, vielleicht, du kannst ja auch heutzutage ein Word-Dokument verschlüsseln oder einen ZIP machen und ein Passwort setzen und das dann verschicken per Mail. Da hast du schon mal eine ganz einfache Sicherheit. Das ist auch eine Form von indirekter Verschlüsselung. Wenn du jetzt anfängst, richtig Mail-Verschlüsselung zu machen, also mit S/MIME oder PGP, das sind dann so Fachbegriffe, dann stimmt das, ja. Also das Hasso-Plattner-Institut macht, glaube ich, ganz coole Webinare und also dieses HPI, das ist Hasso-Plattner hinten dran. Das ist nicht ganz einfach und deswegen wird es auch wenig benutzt. Das stimmt. Sicherheit und Bequemlichkeit schließen sich erstmal grundsätzlich aus. Ich bin mir nicht sicher, ich habe mir das angeguckt, dieses Tool, es wirkte kommerziell auf mich. Ich würde generell davon abraten, kommerzielle Lösungen da zu benutzen. Also bei Mail würde ich eher akzeptieren, dass es ein unsicheres Tool ist, mehr oder weniger, und entsprechend mich darauf einstellen, was ich schreibe und was ich nicht schreibe. Oder wenn es sensitive Sachen sind und ich muss Mail benutzen und bin eben kein bisschen informatikaffinerer Mensch, dann würde ich eher dazu tendieren, das vielleicht in ein Word-Dokument zu schreiben und dann mit Passwort setzen. Also wenn man speichert, kann man Passwort setzen und es dann so rüber lösen. Das wäre so, glaube ich, eher meine Antwort jetzt auf die Frage. Oder eben ein ZIP-Archiv erstellen, das mit Passwort sichern, aber dann wenn möglich das Passwort nicht mit der gleichen E-Mail mitschicken, oder? Genau, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das gilt ganz generell. Zwei Faktoren machen Dinge sicherer. Zwei Faktoren meint so ähnlich wie ich klettere eine Wand hoch und ich habe halt zwei Seile. Wenn ein Seil reißt, dann hänge ich halt immer noch am anderen fest. Und genau, es wäre nicht gut, über einen Weg, wo ich was Geheimes schicke, nachher auch vorher den geheimen Schlüssel zu schicken. Da wäre es dann sinnvoll, dass wir beide vielleicht miteinander sprechen. Oder dann von mir ist auch eine SMS, klar, die kann abgefangen werden und so weiter, aber man muss sich jetzt den Aluhut nicht zu sehr aufsetzen. Auf jeden Fall, dass es ein anderer Kanal ist, ob ein Telefonat, ob ein anderer Messenger. Das, oder wir machen mal, wenn wir uns persönlich sehen, ein Passwort aus, was recht sicher ist, also vielleicht eine Passphrase, die kann man sich gut merken. Die benutzen wir immer, so wir beide. Und dann kann man da das Passwort gut setzen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Wann immer man kann im Digitalen, nutzt zwei Faktoren. Also lasst euch nochmal, auch bei Diensten, wo man sich anmeldet, nochmal ein Passwort, so ein Einmalcode schicken und so weiter. Ja, Zwei-Faktor-Authentifizierung, das begegnet mir jetzt ja auch immer öfter, also auch bei Online-Diensten, dass ich nicht einfach mehr nur mal mein Passwort eingebe, sondern einfach, dass es nochmal verschiedene Möglichkeiten gibt, dass ich dann nochmal einen Code per SMS zugeschickt bekomme. Oder es gibt ja auch so Authentifizierungs-Apps, die ich dann mit den Diensten verbinden kann. Gibt es da irgendwas, was deiner Sicht, irgendwo deiner Ansicht nach eher zu empfehlen ist oder wovon man eher die Finger lassen sollte?
Also erstmal zwei Faktoren sind besser als ein Faktor, ganz generell. Das heißt, alles erstmal besser als vorher. Ob das jetzt eine TAN-Liste ist, die irgendwo ausgedruckt rumliegt oder eben eine SMS aufs Handy ist. Sicherlich sind diese Einmalcodes besser, die nur eine gewisse kurze Gültigkeit haben. Sicherlich ist es auch nicht clever, alles übers Handy zu machen. Das Handy gilt meistens als das unsicherste Gerät sozusagen. Und jetzt mein Online-Banking, gab es ja auch Fälle mit der Sparkassen-App zum Beispiel mal, die problematisch war. Wenn ich jetzt mein Online-Banking übers Handy mache und dann auch noch darüber meinen Code bekomme, wenn man mir böse will, ist das leichter auszuhebeln, als wenn ich eben an einem Rechner sitze und das Handy noch nebenbei habe. Um den Gedanken aufzugreifen, das heißt, wenn jetzt jemand Online-Banking und diese Authentifizierung per Smartphone hat und alles über Face-ID freischalten lässt oder über Gesichtserkennung, das ist dann doch schon eher problematisch, oder? Da braucht man ja eigentlich nur ein Gesicht und das Smartphone. Vielleicht zum Beispiel, also deswegen zwei Faktoren würde ich immer als zwei getrennte Dinge sehen. Also für mich ist ein Handy sozusagen, aber wenn ich halt noch ein anderes Gerät habe, habe ich schon mal zwei Geräte. Das sind für mich zwei Faktoren, so würde ich das sehen, ja. Macht das okay, sicherer. E-Mail-Anbieter war vorhin ja auch nochmal so ein Stichwort. Du hast gesagt, ja, von einigen würdest du eher die Finger lassen, Posteo oder Mailbox.org eher empfehlen. Ich sag mal, bei Google Mail ist ja zum Beispiel ganz klar bekannt und auch benannt, dass E-Mail-Inhalte ja auch gescannt werden, für die persönliche Ansprache von Google dann ja auch genutzt wird. Ich meine, Google lebt ja durch die Monetarisierung von personenbezogenen Daten und das auch nicht schlecht. Gibt es denn aus deiner Sicht irgendwie nochmal entweder Mail-Anbieter, die, ich sag mal, ja, zu empfehlen sind oder auch kostenlose Mail-Anbieter, von denen man lieber die Finger lassen sollte? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der Club, also der Chaos-Computer-Club, sich da auch relativ bedeckt hält mit den Empfehlungen, weil es ja eben, wie vorhin gesagt, heute richtig sein kann und morgen haben wir ein riesiges Datenleck und bei posteo.de, was ich nicht glaube, aber und dann hat der Club so empfohlen, das hättet ihr benutzen sollen. Also insoweit bin ich da ein bisschen zurückhaltend oder sage jetzt eben meine persönliche Meinung und da sage ich halt schon, mit posteo.de oder mailbox.org wurden in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die verhalten sich sehr korrekt, auch in Bezug auf zum Beispiel polizeiliche Anfragen, dass sie einfach sauber alles abfragen, bevor sie die Daten rausgeben. Da gibt es eigentlich nur gute Geschichten zu. Und klar ist, dass die ganzen, also Google Mail ist jetzt eh schon genannt, aber auch es gibt ja Anbieter wie GMX oder wie Web.de, da wird man ja auch ein bisschen mit Werbung zugeworfen. Also würde ich eher nicht machen. Klar, Mailbox und Posteo, die beiden sind auch kostenpflichtig. Ist jetzt nicht viel Geld, aber irgendwie müssen die ja auch von was leben. Ich kenne jetzt persönlich noch Proton Mail. Ich glaube, .ch gibt es aus Schweiz und .com oder so. Die kosten zum Beispiel nichts in einem recht abgespeckten Umfang und die, zumindest ist mein Stand im Moment, gelten auch noch als vernünftig, wie sie das alles machen. Das wären, glaube ich, meine drei Do's sozusagen im Moment so. Stand heute. Die Don'ts, im Prinzip alles, was kostenlos ist, ist ja immer irgendwas dahinter. Mhm. Also da bezahlt man dann doch mit irgendeiner Form von, ja, wie du es gesagt hast, einer Monetarisierung deiner Daten oder alleine nur, dass du halt eben angeschrieben werden darfst von anderen in deinem Mailpostfach und dann kriegst du halt 10 Mails am Tag oder 5 Mails am Tag, die dir irgendwas empfehlen, wenn es dich nicht nervt. Sei es drum. Allerdings sind die Anbieter auch oft nicht die besten in Bezug auf Datensicherheit dann auch. Ja, schon mal ein gutes Statement dazu. Dankeschön. Ja, wir befinden uns jetzt so langsam auch im Endspurt des Talks heute. Von daher nochmal den Hinweis, wenn es irgendwie nochmal Fragen oder Anmerkungen und Kommentare gibt, einfach das Frage- und Antwort-Tool unten bitte nutzen. Im Chat kommt von der Gabriela Hund noch eine Frage, die gebe ich gleich gerne weiter und natürlich auch über den Facebook-Livestream. Die Kommentare nehme ich auch gerne mit auf. Ja,
Nehmen wir zuerst mal hier aus dem Chat die Frage von der Gabriela Hund, und zwar der zum Tor-Browser. Ist das nur für potenzielle Darknet-Nutzer sinnvoll oder auch für kirchliche Dienstrechner? Und vielleicht in dem Kontext dieser Begriff Darknet. Das ist doch da, wo die Leute im Kapuzenpulli in einem dunklen Raum immer vor einem Computer sitzen. Ne? Ganz klischeehaft, wie es auch in den Medien dargestellt wird. Vielleicht kannst du zu diesem Begriff Darknet vielleicht auch noch mal 2, 3 Sätze sagen und dann die Frage zum Tor-Browser. Also das Darknet ist erstmal technisch gesehen nur ein Net, also nur Seiten, die nicht in den gängigen Suchmaschinen auftauchen. Das können auch zum Beispiel von Bibliotheken irgendwelche Verzeichnisse sein, die nicht durchsuchbar sind, weil es einfach unnötig ist für den normalen User, der eine Suchmaschine bedient. Das wäre dann also auch Darknet. Das, rein formal ist es so. Und das ist ja jetzt alles andere, als was wir uns alltäglich unter Darknet vorstellen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass also diese nicht durch normale Suchmaschinen erreichbaren Seiten, natürlich da auch Seiten gehostet werden, die eben nicht so schnell aufgefunden werden, vielleicht auch von Behörden und dann entsprechend zugemacht werden. Beziehungsweise, wenn man jetzt im Tor-Browser ist, gibt es die Onion-Seiten, also mit einer Endung .onion, anstelle von .de zum Beispiel. Und da wird dann auch nochmal in gewisser Weise verschleiert, was eigentlich diese sogenannte IP-Adresse dahinter ist, also wo wirklich diese Seite sitzt. Und dann wird es auch schon schwieriger für Behörden, da irgendwie hinterherzukommen. Und natürlich wird es auch missbraucht. Allerdings, auch da so ein klarer, finde ich, Vergleich, der auch kommen muss. Ich kann doch ins Bauhaus gehen und mir einen Hammer kaufen und anstelle Nägel in die Wand zu hauen, kann ich damit Menschen angreifen. Das ist auch ein Missbrauch. Trotzdem gibt es die Hammer auch zu gutem Grund im Bauhaus zu kaufen. Und so ähnlich ist es mit Technologie auch. Und der Tor-Browser ist nicht für Kriminelle gemacht, sondern gerade eigentlich für Menschen mit sensitiven Inhalten, für Journalistinnen und Journalisten hat es ursprünglich das FBI mit vorangetrieben, dass es entwickelt wurde. Und es kann schon Sinn machen, wenn ich halt sehr private Dinge habe, also angenommen, ich merke, jetzt habe ich eine schwere Krankheit diagnostiziert bekommen und will mich jetzt darüber aufschlauen, dann würde ich persönlich das wahrscheinlich schon eher über den Tor-Browser machen, weil da eben ein bisschen gewährleistet ist, dass nicht dann eben irgendwelche gängigen Suchmaschinen oder mein Provider oder so zu viel davon weiß, wenn ich das nicht möchte. Also, ja, ich kenne jetzt den Kontext oder die Alltags... wahrscheinlich nur zum Thema sicheres Surfen. Okay. Ja, kann man machen. Einige Seiten gehen halt nicht richtig im Tor-Browser wegen diesem NoScript. Da werden Dinge unterbunden, dass Sachen nicht nachladen dürfen und so. Das merkt man dann, da muss man ein Gefühl für kriegen. Fürs tägliche Surfen würde ich ihn jetzt nicht unbedingt benutzen. Da würde, glaube ich, ein normaler Firefox besser funktionieren, eben ohne NoScript, wenn man sich da nicht gut auskennt mit. Allerdings so als Zusatztool, es bereit zu haben, warum nicht, würde ich sagen. Also okay. Ist nichts Böses, dem zu benutzen. Ja, also meiner Erfahrung nach ist der Tor-Browser noch ein bisschen langsamer als jetzt der normale Firefox oder Chrome-Browser. Das muss man dann halt einfach in Kauf nehmen. Der genau. Stefan hat da noch eine Frage, und zwar, wie sinnvoll ist der sichere Browser-Modus in der Praxis? Also es gibt ja bei Firefox wie Chrome einen Inkognito-Modus oder sicheren Modus. Wie sicher sind die oder wie sinnvoll sind die in der Praxis? Da muss man wissen, was die machen. Also wenn ich richtig bin, also da müsste ich jetzt auch mich wieder tagesaktuell bringen. Zum einen gibt es ja diesen privaten Modus, der so einfach nur die Internethistorie praktisch nicht mitloggt. Und diese Inkognito-Modi, die können halt gewährleisten, dass, das haben wir jetzt uns vorhin gar nicht angeguckt, dass mein sogenannter digitaler Fingerabdruck anders aussieht, weil du normalerweise, wenn du eben mit dem Browser auf irgendwelche Seiten gehst, sehr, sehr viel Preis gibst und dann kannst du eben auch durch bestimmte, so wie so kleine Tarnkappen sozusagen, weniger von dir preisgeben. Also, kann man machen. Macht es jetzt nicht alles unglaublich viel besser in Bezug auf meine IP-Adresse zum Beispiel. Also, manchmal ist es einfach nur, dass andere Leute, die den gleichen Rechner verwenden, den eigenen Verlauf nicht sehen können, also was ich besucht habe für Seiten, mehr habe ich nicht gewonnen und eben abgefahrenere, komplexere Inkognito-Modi
können praktisch vor den Seiten, ich besuche, versuchen mehr zu verbergen. Das sind so die zwei Sachen. Aber mein Provider wüsste immer noch, dass ich das gewesen bin. Also es ist nichts, was wirklich substanziell hilft für irgendwie Privatsphäre oder nicht okay. erkannt werden. Ja. Dann gibt es noch von der Dagmar Hamburger eine Frage. Worauf kann ich optimalerweise achten, wenn ich Mailadressen zu meiner eigenen Domain konfiguriere, die bei einem meiner Meinung nach vernünftigen Provider gehostet wird? Also wenn ich meinen Mailverkehr mittelfristig von Gratis-Mail-Anbietern mit Werbung dahin umziehen möchte. Oh, das war eine lange Frage. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich sie richtig verstanden habe. Also ich habe jetzt einen guten Mail-Provider, der irgendwas kostet. Und jetzt möchte ich was machen? Jetzt möchte ich mir eine eigene Mail-Adresse zulegen, auf meine Domain bezogen. Genau, so verstehe ich das auch. Ansonsten, Dagmar, Sie können sich auch gerne vielleicht auch mit dazu schalten, um das zu klären. Da ist sie auch schon. Und ah ja, dann Moment, ist es am besten zu fragen, bevor wir hier orakeln. Darüber reden. So, warten wir noch kurz, bis die Frau Hamburger da ist. Hallo. Also, ich wollte fragen, also ich habe jetzt praktisch eine Mailadresse auf einer Domain, die mir gehört, bei einem guten Provider, die ich aber noch nicht so viel benutze, einfach aus Bequemlichkeit, weil man halt seine historische Mailadresse bei den genannten Billiganbietern mit Werbung seit 20 Jahren oder so hat und die halt immer aus Gewohnheit überall angibt und die natürlich jetzt auch wahrscheinlich nicht wegschmeißt oder so. Und da war jetzt meine Frage, eigene Domain ist doch eigentlich dann noch toller, als wenn ich sage, ich habe das jetzt bei einem guten Fremdanbieter auf dem seiner Domain sozusagen, oder? Ist es ein eigener eingerichteter Mail-Server? Also, oder ist es nur so eine Art von Redirect, dass praktisch, wenn ich Nein, das ist also eine Domain, die bei einem Provider gehostet wird. Mhm. Die 9 € oder was pro Jahr. Mhm. Wo ich jetzt aber noch nicht groß meine Website über mich und meine Familie oder was auch immer angelegt habe, aber die halt da ist sozusagen. Also ich habe ja selbst auch eine Website, also steffen-haschler.de und dann hätte ich jetzt diese Domain, das wäre das eine und dann habe ich jetzt info@ und wenn man da hinschreibt, dann purzelt es irgendwo raus bei diesem Anbieter. Von mir ist, ob das jetzt Posteo ist oder wer auch immer. Mhm. Okay, so wäre das Setting. Und was wäre jetzt die Frage von Ihnen? Die wäre dann nicht geforwardet, also da könnte ich mir schon was einrichten. Ist das qualitativ nochmal ein Unterschied? Wenn das bei mir auf dem deutschen Server sozusagen liegt, den ich mir ja für meine Domain gemietet habe, quasi so ein Stückchen von dem Server vielleicht, bei dem Provider gegenüber einer Mailadresse, die halt bei Posteo oder wo auch immer liegt. Ja. Vielleicht kann ich auch was dazu sagen, weil ich so einen vergleichbaren Schritt auch das letztens noch begleitet habe. Ich habe dann einfach bei dem Anbieter mal angerufen im Support, wo sie die Domain gehostet haben und gefragt, ob die theoretisch meine E-Mails wiederherstellen können, wenn ich sie verloren habe oder mein Passwort vergessen habe. Und für den Fall, wenn die sagen, ja, können wir, würde ich es nicht machen. Genau, weil dann haben sie es, okay, super. Das konnte nämlich unser voriger Provider, von dem wir weggegangen sind, das mal nur am Rande und den werde ich jetzt hier nicht nennen. Also es war sehr praktisch. Die haben es nämlich aus Versehen tatsächlich mal was weggeschmissen, aber das am Rande, also das fand ich dann auch, das war dann noch zwar gut, aber der letzte Gipfel von eigentlich der Nicht-Vertrauenswürdigkeit. Ja, das ist halt eben, also im Endeffekt muss man da Erfahrung machen. Also wie gesagt, ich habe vorhin jetzt mal einfach nur die zwei Anbieter, Posteo und Mailbox, positiv genannt. Ich finde das, man braucht ja nicht zwingend jetzt eine eigene Ad und dann muss nicht unbedingt mein Name dran stehen. Aber man kann das ja auch ganz gut einrichten, dass zum Beispiel, wenn man eine Mail an diese Info-Ad zum Beispiel geschickt bekommt, dass sie einfach dann bei Posteo wieder aus... Kann man ja auch machen.
Ja, schwierig. Also die größeren Anbieter sind da natürlich besser in der Hinsicht, weil die eben das einfach sauberer aufsetzen, vielleicht als kleinere Anbieter. Da weiß ich ja nicht, wer das jetzt war. Was da wieder schief geht, auch von der Sicherheit. Wenn die ihre Mail-Server nicht sauber konfigurieren, dann sind da wieder Löcher. Mhm. Weiß man alles nicht. Wenn ja, genau, weil das hängt ja dann auch wieder an denen ihrer Konfiguration. Letztlich ist es ja nicht etwas, was ich dann von Anfang an stricke, und wahrscheinlich würde man ja auch seine Fehler selber machen. Also das ist eigentlich immer, wie gut die dann sind, oder? Ja, genau. Deswegen, okay, also da ist Größe schon immer was Gutes. Ja. Mhm. Super, danke. Gut, gerne. Ja, dann würde ich die Fragen nochmal weitergeben. Und zwar haben wir hier vom Stefan Karlhuber nochmal die Frage nach empfehlenswerten Browser-Plugins. Hier hast du ja auch nochmal nach der Tagesaktualität auch nochmal drauf hingewiesen. uBlock Origin hast du nochmal erwähnt. Facebook Container, gibt es sonst noch irgendwie was auf deiner Must-Have-Liste? Naja, ich meine, NoScript ist halt schon was man sich mal angucken kann. Mhm. Aber es erfordert natürlich Skills, sag ich mal. So, Stefan, da hängt das Bild, da hängt die Leitung. Oh, bei mir? Bin ich nicht zu hören? Okay, also, da, Stefan, du warst gerade kurz weg. Ja. Oh, okay. Ich habe nichts gemacht. Das Internet ist schuld. Also eigentlich würde ich sagen, im Prinzip ist ein Adblocker das, was man jetzt heute haben sollte. Das ist auch ausreichend aus meiner Sicht. Mal kurz, jetzt hängt ihr. Jetzt bist du gehangen. Bist du jetzt wieder da? Moment, jetzt, du bist gerade stumm geschaltet. Oder? Ja, genau, ich bin wieder da. Ja. Weiß jetzt nicht, woran das liegt, aber das ist Technik, die begeistert und wie sie da ist. Ja, also ich hatte gerade gesagt, also eigentlich aus meiner Sicht NoScript ist was man sich wirklich mal angucken kann. Es erfordert aber höhere Kenntnisse, muss ich da einarbeiten. Früher war noch sowas wie HTTPS Everywhere total wichtig, um eben genau auf diese HTTPS-Verschlüsselungsebene zu kommen. Aber mittlerweile ist das eigentlich alles auch schon eingebaut. Also ich wäre eigentlich Fan von einem Adblocker grundsätzlich. Es gibt die Electronic Frontier Foundation, EFF. Die hat eigentlich immer eine schöne aktuelle Liste für die ganzen Add-ons, die man gerade so haben sollte sozusagen. Also die sind eigentlich immer recht aktuell. Und es gab mal den Privacy Badger, den könnte man sich auch noch angucken. Aber grundsätzlich würde ich sagen, eigentlich ein Adblocker. Und da fährt man schon mal ganz gut. Ja, es gibt ja auch von DuckDuckGo, die diese datenschutzfreundliche Suchmaschine anbieten, ja auch noch die DuckDuckGo Essentials als Add-on. Wo ja auch nochmal so ein Blocker mit dabei ist. Und wie gesagt, die kann man sich da auch nochmal gut anschauen. So, jetzt kommt noch die Frage von der Geraldine. Kann man kostenlose Tools wie Doodle eigentlich noch nutzen oder sollte man wirklich für jeden Dienst eine sichere Alternative nutzen? Und wo findet man Empfehlungen für sichere, werbungsfreie Tools? Also erstmal kommt es immer auf den Nutzerfall an sozusagen. Also wenn ich jetzt halt ganz einfache Umfragen mache, die nicht irgendwie geheim sein sollen, oder das ist immer im Endeffekt eine Abwägung. Ich meine, es gibt für Doodle gibt es ja wieder Foodle, also es gibt Unis, die hosten auch so einen Doodle-Klon und da wird einfach nichts getrackt. Da kann ich auch im Nachgang gerne einen Link rausgeben. Also ich fände es schon schön, wenn man sich ein bisschen Mühe macht und sich überlegt, was nutze ich denn so alles und gibt es dafür eine bessere Alternative in Bezug auf vielleicht Datenschutz, Datensicherheit. Das macht sicherlich Sinn, sich da einmal auf die Suche zu begeben, weil meistens hat man ja so seine, ich sag mal, 10 Dienste, die man ziemlich oft benutzt, und warum nicht für die mal ein bisschen Zeit investieren. Und da wäre auch wieder meine Empfehlung, glaube ich, bei Digital Courage zu gucken, die machen da eigentlich ganz gute Alternativen. Genau, also den Link, den bringen wir ja auf jeden Fall. Das ist eine gute Seite, und ansonsten, wir haben bei uns Blog der evangelischen Erwachsenenbildung ja auch zahlreiche Talks und Tools, die besprochen werden.
wo man einfach auch nochmal sich ein bisschen inspirieren lassen kann, auch was Teamwork, Kollaboration und Umfragebeteiligung angeht. Die Adresse wird eingeblendet und ja, so wie ich das sehe, war es das jetzt auch erstmal mit den Fragen. Nein, zwei Fragen sind noch da, die nehmen wir jetzt auch gerne noch dran und danach schließen wir dann auch die Rednerliste. Zum einen haben wir von anonymer Zuschauer, wie sieht es mit Datenschutz unter Android aus? Gibt es da Must-Haves? Ich versuche womöglich auf den F-Droid App Store zurückzugreifen und blocke Werbung per Blockader. Was wäre noch zu empfehlen? Als Blockader kenne ich jetzt nicht. Es gibt noch Adaway, das kenne ich jetzt noch. Also F-Droid ist ein alternativer Store, das finde ich sehr gut, den zu verwenden. Grundsätzlich müsste man halt eigentlich sagen, bei Android, da hängt es so stark an dem Hersteller des Handys, da geht es viel, finde ich, auch um Sicherheitsupdates, die vielleicht gar nicht mehr kommen, sogenannte Patches. Also da, das ist so eine unsichere Welt für sich, die Android-Welt, sage ich mal, in jeglicher Hinsicht. Oft sind ja auch die ganzen Google-Dienste tief im System drin. Selbst verwende ich auch Android. Ich benutze ein Fairphone, das ist geroutet. Es hat keine Google-Dienste drauf. Da gibt es Lineage OS, Lineage OS geschrieben. Das ist sehr spannend auch für ältere Geräte, um die wieder flott zu machen. Da kann man so ein ganz eigenes Betriebssystem drauf machen und dann wirklich so ein bisschen gucken, was man überhaupt zulässt. Aber ansonsten, wenn man eh Android hat und hat den Play Store standardmäßig drauf, dann ist es, glaube ich, auch fast egal. Ansonsten finde ich den F-Droid Store gut. Ja, ich habe ja, da müsste ich jetzt das genaue Gerät kennen, eigentlich, um da was zu sagen. Ich habe im Chat auch nochmal einen Link gepostet zum Kuketz IT-Blog. Gerade zum Thema Android steht da auch sehr viel Interessantes drin. Und dort ist auch eine Anleitung für NetGuard, eine Android-Firewall ohne Root-Rechte. Ist vielleicht auch etwas, was man sich anschauen kann. Allerdings muss ich auch sagen, man bekommt immer sehr schön angezeigt, wer irgendwohin wie kommuniziert. Aber wenn man jetzt selbst keine Ahnung hat, ob dieser Dienst jetzt wirklich notwendig für die Funktion des Smartphones ist oder nicht, kann man auch ganz schnell irgendwie wichtige Sachen blocken und abschalten. Also das ist wirklich auch meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen. So, und dann gibt es noch die Frage von der Stefanie Mangel. Einen datenschutzkonformen Hinweis, um große Dateien zu teilen. Also das heißt File-Sharing. Wir nutzen ja hier unsere selbst gehostete Nextcloud, wo wir dann im Prinzip die Freigabe-Link dann einfach verschicken können. Aber gibt es sonst noch eine Alternative zur Dropbox, um Dateien zu teilen oder zu Ja, so grundsätzlich, also jetzt hängt es, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Vielleicht sag mal was, Tobias. Kurz gucken, ob das wirklich meine Leitung ist. Jetzt weiß ich nicht. Ah, da bist du, Tobias ist nochmal stumm. Ah ja, dann war ich gut zu hören und Tobias war es. Okay, Tobias, du bist wieder da. Es ist wohl deine Leitung, wird dir im Chat gesagt. Ich war wohl zu hören. In der Tat an meiner Leitung und ich weiß nicht, was heute los ist. Ich meine, ich hatte auch schon mal den Fall, dass ein Familienmitglied das Smartphone laden wollte und den Stecker der Fritzbox dafür rausgezogen hat. Das sollte jetzt eigentlich nicht der Fall sein. Ich bin alleine hier, aber es scheint in der Tat Störung zu geben. Ja, das ist ja auch ein großes Problem in Deutschland, was wir jetzt in der aktuellen Phase haben, dass wir, glaube ich, war das zu Helmut Kohls Zeiten, da wurde Kabelfernsehen gepusht und wir haben leider versäumt, die Glasfaser zu legen. Das hat ja, glaube ich, Helmut Schmidt schon in irgendwelchen Planungen drin, aber das ist so eine andere Sache. Okay. Was war unser Thema gerade noch? Datenschutzkonform Daten, große Dateien teilen. Ja, so Nextcloud ist doch schon mal gut. Also es gibt auch von vom Onion Project, also die praktisch den Tor-Browser anbieten, gibt es auch Upload-Möglichkeiten, was man halt machen kann. Wäre ja dann die Daten, wenn man sie fremd host, also hochladen muss, also nicht bei einer eigenen Nextcloud, dass man sie halt ordentlich verschlüsselt. Und da könnte man zum Beispiel noch VeraCrypt benutzen,
Das ist auch ein freies Tool, mit dem man eben Festplatten verschlüsseln kann, einzelne Daten verschlüsseln kann. Man baut auch so kleine Tresore digital und schmeißt die Daten rein und schließt sie ab. Und da könnte man dann auch noch getrennten Passwort übermitteln. Das wären so spontan noch Ideen. Aber Nextcloud klingt eigentlich gut, wenn darauf ein Zugriff besteht. Ist doch fein. Und wenn sie sensitiv sind, würde ich sie nochmal extra verschlüsseln. Da vielleicht wäre Krypto als Stichwort jetzt nur. Alles klar. Okay, super. Das war ein fantastischer Überblick, Steffen. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Kompetenz, die du hier heute mit eingebracht hast. Also es hat sehr viel Spaß gemacht und es ist sehr viel, ich sag mal, neue Informationen. Ich dachte, du schickst mir dann einfach noch so ein paar Links zu. Ich werde die in die Beschreibung der Aufzeichnung reinnehmen. Die wird ab nächste Woche Montag oder Dienstag bei uns im Blog der evangelischen Erwachsenenbildung dann auch zu sehen sein. Alle Teilnehmer hier, die bei der Anmeldung ihre richtige E-Mail-Adresse angegeben haben, bekommen dann auch nochmal einen Hinweis von mir per E-Mail. Ja, an dieser Stelle auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier und auch bei Facebook herzlichen Dank fürs Zuschauen, für die Beteiligung und ich bitte die technischen Aussetzer hier noch zu entschuldigen. Das ist einfach etwas bei Digitalformat, wo man keinen Einfluss drauf hat. Das passiert dann einfach. Und ich wünsche noch alles Gute. Ich verweise nochmal oder empfehle nächste Woche Freitag auf den Gedankenflimmern Podcast auch unter der Erwachsenenbildung-ikhn.blog zu sehen. Ein Live-Podcast über Zoom von meinem Kollegen Michael Grunewald und mir zum Thema Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft. Da wird es auch um das Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice zu unter anderem gehen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten. In dem Sinne, alles Gute und schönes Wochenende. Und ja, wenn ich jetzt sage, bleibt gesund, klingt das wie eine Floskel. Aber ich glaube, zum Herbst hin darf man das immer wieder sagen. Also macht's gut, bis bald und tschüss.